Herzlich willkommen zum dritten Teil des Let's Plays für The Captain. Ich habe in der letzten Folge eine schwerwiegende Entscheidung getroffen, nämlich den Planeten VLL624, den Planeten VLL624 bleiben zu lassen und bin stattdessen weitergereist, um meinem Ziel zu folgen, nämlich so schnell wie möglich auf die Erde zu gelangen, und habe installiert eine Maschine, ja, des Typs 2, mit der ich mich schneller bewegen kann, habe ein Sternfragment gekauft, habe eine Energiekapsel gekauft und werde jetzt zunächst erstmal, ist derzeit nicht verfügbar, ich glaube, es wurde während des Transports leicht beschädigt, aber ich sollte in der Lage sein, es mit einer einzigen Energie, was soll ich das jetzt tun? Ja, bitte. Repariere bitte die Autoschmiedefunktion des Schiffs. Und kurze Zeit später können wir darauf zurückgreifen. Das Schiff hat das repariert. Sowohl die Autoschmiede als auch die Demontagefunktion sind jetzt online, Captain. Und das bedeutet, dass wir in die Autoschmiede gehen können, die Nanobots zerlegen und Tromium dafür erhalten. Das möchte ich gerne machen. Denn Tromium und Sternfragmente brauchen wir für die... Halt, Moment, was kann man hier machen? Upgrade, Energiebatterie, Hauptmaschine. Dafür brauche ich das und... Halt. Okay, das brauche ich. Hauptmaschine Teil 2 habe ich. Und die V3 brauche ich noch. Kann ich das zerlegen? Energiebatterie. Gut, das kann ich offensichtlich nicht zerlegen. Brauche ich aber auch nicht. Interessiert mich nicht. Und ich würde jetzt sehr gern mal mit dem Blick auf die Sternenkarte mal kurz rauszoomen. Da ist der Sonnenplaster. Ganz kurz zeigen, worum es geht, weshalb ich mich so entschlossen habe. Und zwar leben hier auf diesem Außenposten Eden 30.000 Menschen. Meine Frau wird den Außenposten Ortis verteidigen müssen. Und schlussendlich geht es mir darum, wenigstens diese beiden Außenstationen zu verteidigen. Und dafür musste ich einfach den Kompromiss eingehen und die Dr. Trump mit dem Mord davon kommen lassen an Dr. Kane. Und weiß ebenso wenig, was mit Dr. Hershey passiert ist, noch was mit Von Toon passiert ist. All das habe ich ignoriert, um meinem Ziel zu folgen, und das werde ich auch weiterhin tun. Wir werden noch die eine oder andere schwierige Entscheidung treffen müssen, und das war nur die erste auf dem langen Weg. Und wir fliegen jetzt erstmal zur Bulkitus, das heißt der Abschlussstelle von Classics, und versuchen das so gut wie es geht über die Bühne zu bringen. Tag 6, währenddessen im Spacefleet-Sektor. Transitschiff Andromeda. Ah, das ist meine Frau. Geht's Ankunft an der Station Ortis, hier sieht man es. 12:45 Uhr, Hoffmann. Ja, Ma'am. Hast du seinen letzten Report von der Ortis gesehen? Ich habe ihn kurz überflogen, bevor wir abgeflogen sind. Warum? Sieht aus, als hätten sie Probleme mit den Spulen. Ja, ist mir aufgefallen. Ich habe Lieutenant Panda eine Nachricht über unsere Erwartungen an den Maschinenraum geschickt. Sehr gut. Die Station muss schnellstmöglich die maximale Leistung erbringen können. Was das angeht, Commander... Ja, Grunt? Da wir die Spitze der Verteidigung darstellen, schlage ich vor, dass wir die Schichtrotation bei unserer Ankunft ändern. Ja, das ist vermutlich am besten. Und der Nachtschicht etwas zusätzliche Freizeit gönnen. Falls es zu einem Zwischenfall kommt, müssen sie gut ausgeruht sein. Irgendwelche Neuigkeiten von der Transportmission, Commander? Nein, der Verlust der Brennstoffzellen macht mir wirklich Sorgen. Und Thomas? Nichts. Kann Raumstation Epsilon uns nicht weiterhelfen? Nein, alles ist schiefgelaufen. Ich meine, ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht, aber er ist mein Ehemann. Ich weiß, dass er sehr einfallsreich ist.
Er wird schon irgendwie nach Hause kommen. Ich fühle das. Wir tun unser Bestes. Hoffentlich sind wir rechtzeitig. Schön auch, wie das aussieht, wie eine Metro. Mit Haltegriffen. Der Typ, der hier in der Ecke sitzt, sieht nicht ganz so gut aus. Mit seiner grünen Haut. Aber es wird schon alles okay sein. Ja, Ma'am. Im Moment müssen wir alle uns auf die Mission und auf den Krieg konzentrieren. Natürlich, Commander. Die Union bekommt einen Kampf, den sie so schnell nicht vergessen wird. Naja, das warten wir mal ab. Möglicherweise, ja. Sieht so aus, als würden wir schon bald in Ortes ankommen. Holt euch eure Sachen und dann ab auf eure Posten. Ja, Kommandant. Kurze Zeit später. Das ist schon ganz schön groß. Das ist so groß als unser Schiff ungefähr. Also die Copernicus. Kommandant. Ja, Hoffmann. Ich habe ein paar Signale bekommen, die ich besorgniserregend finde. Schick sie rüber an meine Station. Ja, Ma'am. Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Es könnte auch nur ein Hintergrundrauschen sein, schätze ich. Aber da ist eine Signalphase drin, die fast so aussieht wie... Kommandant, Feindkontakt. Verdammt. Schilder hoch. Oder Alarm. Das sieht mir nach der Union aus. Was machen die denn hier? Wie sind sie durch die Barriere gekommen? Gute Frage, Hoffmann. Irgendwelche Anzeichen von Aktivität bei ihnen? Ich prüfe, nein, nichts. Kontaktiert sie. Ja, Ma'am. Was ist das? Der Feind hat eine Art Energiestrahl auf uns gerichtet. Schadet es uns? Moment. Nein, im Moment nicht. Aber unsere Schilde verlieren schnell an Kraft. In weniger als einer Minute werden wir wehrlos sein. Ich tue alles, was nötig ist, um die Schilde oben zu halten. Ja, Ma'am. Technik, ich brauche eine volle Energieübertragung auf die Schilde, sofort. Hoffmann? Ja, Kommandant? Kontaktiert das Space Fleet Hauptquartier. Sofort, Ma'am. Das ist General Sarah Welmo, Kommandantin der Verteidigungsstation Ortes. Admiral Julius Tarr hier. Wir wurden gerade von einem Geschwader von Unionsjägern umzingelt. Vor 30 Sekunden wurde Alarmstufe Rot ausgelöst. Was? Innerhalb der Barriere? Wie ist das möglich? Wir haben kein Wort von Barrier Control gehört. Wie sind sie durchgekommen? Im Moment noch unklar. Die Unionsflotte sollte noch ein Jahr von unseren Grenzen entfernt sein. Wir nehmen an, dass sie durch das Lymianische Space Gate zu kommen bekommen. Oh mein Gott. Wenn das wahr ist, haben wir hier eine ernste Situation. Admiral, wir haben gerade bestätigt, dass die feindlichen Schiffe aus dem Lime-Sektor gesprungen sind. Sie benutzen das Space Gate. Gottverdammte Lime. Kommandant, wie kommst du da draußen zurecht? Ungewiss. Sie haben eine Art Multiphasenstrahl auf unser Schild gerichtet und sie versuchen, die Energie abzusaugen und dann herunterfahren zu erzwingen. Wir konnten den Verlust aufhalten, indem wir alle nicht essentiellen Systeme abgeschaltet und die Energie an die Verteidigungsgeneratoren weitergeleitet haben. Aber der Strahl ist noch immer aktiv und ich weiß nicht, wie lange wir noch standhalten können. Schickt uns alle eure Daten, damit wir mit der Analyse dieses Strahls beginnen können. Vielleicht können wir einen Weg finden, diesen Angriff zu stören. Wir schicken dir auch so viele Kämpfer, wie wir entbehren können. Danke, Edmund. Wir übermitteln in diesem Moment alle Daten, die wir gesammelt haben. Halte durch, Commander. Ja. Verteidigungsstation Ortes, Ende. Ein paar Stunden später. Captain. Ja, Schiff? Ich habe gerade einen Notruf von der Barrierekontrolle unterhalten. Zeig es mir auf der Karte, bitte. Wie lautet die Nachricht? Die Union hat gerade einen Großangriff auf den gesamten Spacefleet-Sektor gestartet. Sie haben die Barrierenkontrollstation übernommen und ihre gesamte Flotte durchgeschleust. Oh mein Gott, ist das Sonnenblaster bei Ihnen? Nein, zum Glück nicht. Es scheint ein Präventivschlag zu sein, um die Kontrolle über die Verteidigungskräfte der Spacefleet zu erlangen, bevor der Sonnenblaster eintrifft. Ja, das interessiert mich am meisten. Wie sieht es mit den Verteidigungsposten des Spacefleet aus?
Das sieht nicht gut aus. Alle großen Stationen werden derzeit belagert und können sich nicht wehren. Was? Wie ist das möglich? Die Union scheint eine neue Art von Unterdrückungsstrahl entwickelt zu haben, der die Stationen hilflos macht. Alle senden Notsignale aus und bitten um Hilfe. Sie brauchen externe Kräfte, um die Schiffe der Union zu zerstören, die diese Strahlen abschießen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir stark genug sind, um ihnen zu helfen. Nein, nicht in unserem derzeitigen Zustand. Aber vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, ihnen zu helfen, als rohe Gewalt. Spacefleet ist es gelungen, einen Entwurf für einen Disruptor zu verschicken, der die Unterdrückerstrahlen ausschalten kann. Wenn der Strahl ausfällt, sollten die Außenposten keine Probleme haben, die Belagerungstruppen selbst zu besiegen. Wenn ich es also schaffe, diese Ausrüstung, genau darum geht es, herzustellen, sollten wir in der Lage sein, die Außenposten ohne Kampf zu retten. Nun, eigentlich musst du 5 von ihnen herstellen, wenn du alle Außenposten retten willst. Ein Disruptor kann nur ein einziges Mal verwendet werden. Ich muss dich jedoch daran erinnern, dass die Rettung der Außenposten allein die Erde nicht retten wird. Unser Hauptziel ist es, eine Brennstoffzelle nach Oedipus zu bringen. Ohne aufgeladenen Oedipus gibt es nichts, was den Sonnenblaster aufhalten kann. Die Außenposten sollten dein zweites Ziel bleiben. Gibt es eine Möglichkeit für uns, die Barrierenkontrollstation zu passieren? Nicht ohne einen Kampf. Die Union bekämpfen? Nicht für ungut, aber du bist für die Wissenschaft gemacht. Natürlich musst du dich auf eine solche Begegnung vorbereiten. Ich brauche größere Waffen und vielleicht sogar eine größere Besatzung, um diese Option in Betracht zu ziehen. Das machen wir nicht. Gibt es nicht noch einen anderen Weg durch die äußere Barriere, als die Barrierenkontrollstation zu benutzen? Es gibt noch einen weiteren Weg, aber der ist sehr riskant. Und du musst dich außerhalb der Spacefleet-Vorschriften bewegen. Das sollte möglich sein. Es gibt eine inoffizielle Schmugglerroute durch die Barriere, die die Behörden nicht beseitigt haben. Sie sind derzeit in diesem Sektor tätig. Wenn du diesen Weg wählst, musst du bereit sein, einen hohen Preis zu bezahlen. Wenn meine Daten aktuell sind, verlangen sie mindestens 5 Sternfragmente, um ein Schiff durchzulassen. Ist ein Sternfragment nicht der Grundbaustein unserer Brennstoffzellen? Ja, ist es. Sie werden auch benötigt, wenn du deine Waffen- und Verteidigungssysteme aufrüsten willst. Also wähle sorgfältig, wie du sie ausgibst, wenn du welche findest. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Möglichkeiten ich habe. Gut, ich werde die Standkarte mit allen aktuellen Informationen für dich aktualisieren. Kurz. Die Lage ist brenzlig. Also, welche Optionen haben wir? Ich habe bei meinem letzten Durchflug durch die Schmugglerroute 3 Sternfragmente bezahlt, nicht 5. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Es ist aber egal, es spielt schlussendlich keine Rolle. Der Haken ist nämlich, und das weiß ich auch aus meinem ersten Durchlauf, dass ich, wenn ich den Preis für die Schmuggler nicht bezahle, ich alles, was ich an Bord habe, verliere. Also alle Disruptoren, alle weiteren Brennstoffzellen, um alleine diese eine Brennstoffzelle, die ich in meiner Quarantänestation habe, zu Oedipus durchzubringen. Also es ist vollkommen egal, was ich mache. Ich brauche auf alle Fälle diese Sternfragmente, um den Durchgang zu bezahlen und möglicherweise mit einem oder zwei Disruptoren ihn und Ortes zu retten. Okay, dann probieren wir das doch mal. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal ganz kurz das an, was wir hier bauen können. Unterdrückerstrahl Disruptor. Ich kann also jetzt bereits schon einen herstellen. Das mache ich jetzt nicht. Ich brauche dafür ein Sternfragment und einmal Tromium, um einen Disruptorstrahl herzustellen. Wieso aber denn 5 Sternfragmente, um durchzukommen? Okay, wir gucken erstmal bei Trade and Pay, Handelsinformation. Das muss ich mir, glaube ich, ein bisschen notieren. Also, es gibt hier bei Trade and Pay nahe der Erde kann ich kaufen einmal Tromium. Maschinen-Upgrade. Das brauchen wir alles nicht. Die ganzen Schilder, das ganze Zeug. Nuklearraketen will ich nicht.
Okay, also ich bekomme hier ein Tromium. Das. Wo notiere ich mir denn das mal? Das muss ich mir aufschreiben. Also, ich bekomme im Trade MP ein Chromium, kann ich mir kaufen. Gut. So. Wir verlassen das mal. Das ist nämlich der Vorteil jetzt. Wir können uns das nämlich anschauen. Die Barriere muss uns nicht interessieren. Hier ist noch ein Trade and Pay. Da kann ich auch kaufen ein Chromium. Hier ist noch ein Trade and Pay. Was sind das alles die? Sind das alles dieselben? Die Listen sehen so gleich aus, so identisch. Limianisches Handelsatoll, was ist das? Hier bekomme ich auch ein Tromium. Okay. Also es gibt genügend Gelegenheiten, Tromium zumindest zu kaufen. Es geht eigentlich im Wesentlichen um die Sternfragmente. Gut. Wir können jetzt sowieso nicht viel machen. Wir fliegen jetzt mal einfach weiter. Und hoffen mal, dass wir nach und nach das bekommen, was wir brauchen. Okay, es tut mir leid, dich zu stören, Captain. Ja, Chef, ich wollte dir nur mitteilen, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Okay, danke. Dann gehen wir doch gleich mal in die Kapsel und landen auf der Absturzstelle. Ah, ich sehe, das wird so eine knappe Geschichte. Aber ich brauche ihn, so die neuen wieder zu zerlegen und wieder andere Sachen zu kaufen. Das ist alles nicht so einfach. Okay. Die Burgitos. Was ist denn da? Hier nochmal schnell schauen. So, Unterdrückerstrahl haben wir. Countdown bis zum Eingriff 1 Jahr 304 Tage. Okay, das ist wichtig, dass wir das. So, wir schauen hier erstmal, was hier so los ist. Also, wir haben da einen Behälter. Was ist das? Metallbehälter. Meine Vermutung ist, dass dieser Container beim Aufprall aus dem Frachtraum geschleudert wurde. Dann nehmen wir das doch mal mit. In diesem ist nichts Brauchbares drin. Ja, aber es ist erstmal ein Behälter, ne? Ach so, der hat nur reingeschaut. Wow, dieses Frack ist ja riesig. Okay. Was können wir alles bedienen? Schauen wir doch mal an. Also wir gucken uns erstmal schauen wir die ganzen Behälter rein. Hier ist auch nichts. Der ist völlig leer. Nur noch andere Behälter, die hier rumliegen. Bulkitus. Das ist es. Das ist Classys Schiff. Was könnte ein so großes Schiff dazu gebracht haben, auf die Oberfläche zu stürzen? Reflektierendes Metall. Schauen wir mal, was hier noch so los ist. Ah, da ist noch ein Behälter. Ja. Hier drin befindet sich eine Energiekapsel. Ich sollte sie auf dem Schiff in die Autoschmiede verwenden können. Gut, okay. Aber ist schon mal nicht schlecht, wenn man da die Ressourcen findet. So, jetzt schauen wir erstmal, was hier los ist. Was passiert, wenn wir den Schalter. Bergbaulaser. Nichts scheint zu passieren. Bergbaulaser. Okay. Hat das einen Grund?
vielleicht erst anmachen. Ah, da kann er hochklettern. Gut. Ich glaube, ich kann das Shot mit einem gut platzierten Sprung erreichen. Und dann spring mal. Okay. Das ist ein manueller Überbrückungsschalter. Ich glaube, das Baby hat immer noch etwas Saft. Die alten Spacefleet-Energiezellen waren wirklich effektiv. Na dann schalten wir es doch mal ein. Niedrigenergie-Bergbaulaser. Schalten wir den nochmal ein. Jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wenn ich jetzt hier runter gehe, komme ich dann eben runter. So, okay. So. Und jetzt schauen wir doch uns nochmal diesen Kontrollschalter an. Das sieht ein Steuerkreuz für einen Minenlaser. Ah, gut, okay. Und da habe ich auch Schwein gehabt. Und wo muss das hinlasern? Ach, vielleicht muss ich damit die Laser abbrennen. Schalten es mal aus. Kann ich den Radar verstellen? Aha. Und los. Tatsache. Gut. Jetzt nehme ich mal an, kann ich den einsammeln? Ja, ich kann einpacken. Energielaserkanone. Okay, jetzt müssen wir nur noch. Müssen wir schon schauen. Halt. Ja, aber das wäre ja schon mal was, wenn wir. Kann ich den noch mal verschieben? Nee. Aber das kann ich auch. Ah, okay, gut. Dann, wenn ich das aufschieben kann. Das Ding ist so schwer, um es aufzuheben oder zu bewegen. Dann kann ich da hochlaufen? Okay. Kann ich das bewegen? Nochmal. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Kann ich den hier nochmal, das hier nochmal drauf machen? Also den Laser kann ich ja bestimmt verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den für irgendwas brauche. Vielleicht noch schieben. Mist.
Das sollte nicht funktionieren. Nee, so habe ich den anderen abgesägt. Brauche ich denn zwei Laser? So. Glasscherbe. Kann ich die noch weiter verstellen? Nee. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht, dass ich erst den ersten Laser weggenommen habe? Ich stelle die nochmal um und probiere mal mein Glück nochmal. Na gut, wir hätten den Laser. Brauche ich den Laser? So. Nee, ist egal. Wir nehmen jetzt den einen Laser mit und schalten hier mal wieder alles ab. Und schauen wir, ob wir noch irgendwas machen können hier. Ne, das scheint es gewesen zu sein. Okay, also wir haben den Wikidus, den Laser plus eine Energiezelle. Das ist nicht schlecht. Und dann fliegen wir mal zurück. Also, auf dann. Wikidus. So, X1. Also, wir haben eine Laserkanone bekommen. Okay. Das ist, würde ich sagen, besser als gar nichts. So, das ist ziemlich wichtig, dass wir tatsächlich diese Änderungen, die wir... Huch, ah, okay. Willkommen zurück, Captain. Danke, Schiff. Mir ist aufgefallen, dass du einige Gegenstände von dem Planeten geholt hast. Ja, ich habe ein paar Laserdinger von der Bulkitus bekommen. Können wir sie auf dem Schiff benutzen? Nicht direkt, nein, aber du kannst immer auf die Autoschmiede zugreifen und nachsehen, ob wir dort daraus etwas machen können. Ja, dann machen wir das doch mal. Eisschmelzsystem. Ein Eisschmelzsystem. Naja, Moment mal. So, Soma wird unser nächstes Ziel sein. Ein sehr kalter und unwohnender Planet. Epsilon-Station. Nugget-Knoten. Das ist ein sehr beliebter Urlaubsort. Aufgrund der atmosphärischen kann der Schiffsscanner keine Daten über die Oberfläche des Planeten liefern. Taler und kleiner Planet mit fast keinen Einwohnern. Lime und Pi, das sind die, die wir mehrfach besuchen sollen. Da ist das Space Gate. Das Lymianische. Ah ja, steht schon. Die Union nutzt das Lymianische Space Gate, um die Flotten zur Erde zu bringen. Okay, also möglicherweise aufgrund der atmosphärischen Sachen kann der Schiffsscanner keine Daten über die zurück. Also vielleicht können wir machen es mal so. Ein
Eis. Ein Eisschmelzer, Eisschmelzsystem. Er weiß, wofür wir es brauchen. Zumindest der Planet hier. Ein sehr kalter und unbewohnter Planet. Könnte, ne, also möglicherweise. So, also da kann man eine Energiezelle. Da haben wir eine Energiezelle. Ich würde Handelsplattform, Handelsinformation. Feinde sind dort in Kontakt. Wir können dort kaufen. Können wir dort was kaufen, was für uns relevant ist. Energiekapsel brauchen wir nicht. Raketen brauchen wir nicht. Gegenmaßnahmen brauchen wir nicht. Batterie-Upgrade brauchen wir nicht. Eigentlich brauchen wir da gar nichts auf dem. Ja, das wäre interessant, weil da müssen wir nicht hinfliegen. Also, Energiegenerator. Batterie brauchen wir nicht. Raketenwerfer brauchen wir nicht. An die Gegenmaßnahmen. Ja, und meine Eisschmelzer kann ich auch nicht verkaufen. Nee, dann ist es doch. Dann brauchen wir doch nicht mal hinfliegen. Moment, jetzt brauche ich schnell Strom. So. Feind erkannt. Feindgruppe 1. Eine Korvette. Mögliche Gewinne. Na. Ah. Brauchen wir auch nicht simulieren. Mache ich einen Bogen drum. Das heißt, ich fliege jetzt erst nach Soma, dann nach Kreon, dann nach Epsilon. Dann auf nach Soma. So. Aber wir sind schon deutlich schneller unterwegs mit dieser. Auf einem Schiff, das nicht allzu weit von dir entfernt ist. General Eviltons Schlachtkreuzer. So. Ja, was gibt es? Ich bin hier ziemlich beschäftigt. Nun, wir haben den Quadranten noch einmal gescannt und warte, ich mache gleich ein Upgrade. Merkt ihr diesen Gedanken? Geht es dir gut? Ja, ja, mir geht's gut. Tatsächlich geht es mir jetzt besser als gut. Neue Nase, was? Nicht nur eine neue Nase, Rob. Das ist eines der dreifach Nasen auch Typ 5 Module, die wir letzte Woche besorgt haben. Wirklich? Ich habe jetzt die Kapazität eines aufgebockten Bluthundes. Das ist toll, sieht auch gut aus, das Metall in der Mitte deines Gesichts, meine ich. Hast du etwas zu berichten, Sergeant? Okay. Wow, ja, tut mir leid, wir haben eine weitere seltsame Konzentration von Tromium gefunden. Wo ist der aufgetaucht? Derselbe Ort wie beim letzten Mal. Wir werden diesen nicht verlieren, Rob. Nein, Sir. Nun setze einen Abfangkurs und abfang. Okay, wir haben Tromium. Hoffentlich meint er mal nicht uns. Captain. Ja, Schiff. Ich habe einige merkwürdige Dinge über diesen Planeten herausgefunden, die ich mit dir teilen möchte. Klar, nur zu. Meine Scans zeigen, dass dieser Planet hochentwickelt ist. Überall auf der Oberfläche gibt es riesige Städte. Und wahrscheinlich besteht hier die Chance, eine neue interessante Technologie zu finden. Allerdings, die Scans zeigen nirgendwo auf dem Planeten eine höhere Form von Leben. Wenn du dich entscheidest, dorthin nur zu gehen, empfehle ich dir äußerste Vorsicht. Okay, danke für die Warnung.
Energiezelle ist da, brauchen wir gar nicht rum zu diskutieren. Gehen wir gleich runter. Nachdem du die erste Brennstoff. Text war zu schnell, kommen wir gar nicht mit dem Lesen hinterher. Die Okt. Es ist schön, oder? Was ist hier passiert? Unklar, Captain. Dieser Ort ist riesig und komplett verlassen. Die Sensoren entdecken keine fortgeschrittenen biologischen Lebensformen. Wo sind denn alle hin? Wer hat das alles gebaut? Nochmal, unklar, Captain. Vielleicht sollte ich mir das genauer ansehen. Ja, sollte man. Alien-Technologie. Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, was es ist. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es eine Art Wetterstation ist. Was auch immer es sein mag, es hat keinen Strom. Ach, schön, dass es so melancholisch eine andere Musik setzt. Komplett verlassener Planet. Okay, dann benutzen wir doch erstmal den Aufzug. Des Subraumnetzwerks. Es sieht aus wie ein Netzwerkknotenpunkt. Es hat ein paar Antennen auf der Oberseite und eine Arbeitsstation am Boden. Es ist jetzt schon die zweite komplette Geschichte, die wir hier erleben. Auf einem dieser Planeten, und wir haben noch so viele Planeten vor uns, und ich freue mich so darüber, das in diesem Spiel nochmal zu entdecken, in diesem Durchlauf. Der erste ist schon ziemlich lange her. Und an die Ork, da erinnere ich mich sehr, sehr gern. Und ich weiß leider schon jetzt, dass ich hier auch eine Entscheidung treffen muss, die ich im ersten Durchgang anders getroffen habe. Mal sehen, wo das Ganze hinläuft. Ich bin gespannt. Hier kann ich gar nicht viel machen. Ich benutze es mal. Chipfassung. Okay, es hat keinen. Hier brauchen wir einen Chip. Woher scheint dieser Knotenpunkt nicht zu funktionieren? Trucktür. Das ist der Eingang zu dem verlassenen Truck. Sie ist verschlossen, aber neben der Tür befindet sich etwas, das wie ein Schlüsselkartenschlitz aussieht. Sie ist verschlossen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und zwischendurch ein bisschen. Oh. Sieht aus wie ein Fahrzeug, das dringend etwas altmodische mechanische Liebe braucht. Hui. Die Oberfläche ist mit einem dicken und klebrigen Pilz bedeckt. Defekter Droide. Da gehen wir mal als erstes. Es ist ein Droide, er ist komplett mit einer Art Schimmel bedeckt. So wie es aussieht, ist er schon vor langer Zeit kaputt gegangen. Hey, neben der Leiche liegt eine Schlüsselkarte. Ich nehme sie mit. Kann ich noch was anderes machen? Es gibt nichts, was ich für diesen armen Droiden tun kann. Krater. Lüftungsabzug. Das muss der Standort für den Aufprall der Brennstoffzelle sein. Sie scheint tief im Sand eingegraben zu sein. Ich könnte versuchen, mich durch den Sand zu graben, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Der Sand ist viel zu locker und füllt das Loch immer wieder auf. Das könnte die Stromversorgung für das Kontrollsystem drüben im Lüftungsturm sein. Es sieht sehr alt aus und die Oberfläche ist mit einer Art Pilz überzogen. Hier gibt es eine kleine Klappe, aber ich kann sie nicht mit meinen Händen öffnen. Okay, da brauche ich ein Werkzeug. Okay, das ist die Lüftungssteuerung. Das sollte die Motorsteuerung für den riesigen Lüftungsschlitz an der Seite des Gebäudes sein, also hier. Das sind ein paar robust aussehende Klappen, die die Bedienelemente abdecken. Ich kann sie unmöglich von hier aus öffnen.
Gut, dann nehmen wir doch erstmal die Schlüsselkarte und versuchen in den Trakt zu kommen. Metallkarte. Eine Metallkarte mit einem Magnetstreifen auf der Seite. Der Gegenstand steht aus. Sieht aus wie eine normale Schlüsselkarte. Na dann. Ah, das macht mich melancholisch. Die Haupt. Und dann gehen wir mal hinein. Was haben wir da? Hydraulikmaschinen. Es handelt sich um eine Art Hydraulikmotor. Sieht so aus, als hätte das die Tür geöffnet. Ich würde vermuten, dass dieses Ding früher auch anders Themen kontrolliert wird. Ein großer roter Knopf. Den drücken wir mal. Es klang wie ein Stromausfall, aber es ist nichts passiert. Seine Art Batteriehalter zum Aufladen von Batterien nehme ich an. Das nehmen wir mal. Das Werkzeug steckt fest, ich kann es nicht bewegen. Ich muss den Droiden dazu bringen, seinen eisernen Griff zu lockern. Hallo? Ich glaube nicht, dass dieser Droide aktiviert ist. Batterieklappe. Ein kurzes Kabel. Okay, es ist an der Wand befestigt. Dann nehmen wir das doch mal. Und klemmen das da ran, oder? Nee. Steckt fest, ich kann es nicht bewegen. Nee, ich will ja das Kabel nehmen. Achso. Ah. Okay, ich kann den Droiden also an das Netz anschließen. Und mit Strom versorgen. So, jetzt nehmen wir doch erstmal das Multitool, bevor wir noch irgendwas... Neustart der Startfrequenz ab und abgeschlossen. Morgen, guter Außenweltler. Was oder wer bist du? Ich bin Straw. Straw? A System Transfer Radio Android, Modell VW. Was ist hier passiert? Fällt mir schwer, zusammenhängende Sätze zu bilden. Der Pilz wächst immer noch. Er hat bereits mein Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen. Ein Pilz? Er ernährt sich von biologischem Gewebe und meinen biochemischen Kreisläufen. Ich habe mich selbst abgeschaltet, nachdem ich die Kontrolle über meinen Körper verloren hatte. Was ist das für ein Pilz? Der Pilz ist das, was du überall um dich herum wachsen siehst. Tatsächlich ist er das Einzige, was jetzt auf diesem Planeten wächst. Er begann unter der Erde, ernährte sich von organischem Gewebe und verschlang alles, was ihm in die Quere kam. Darf ich dich etwas fragen? Das hast du gerade getan, aber klar, nur zu. Wer bist du? Ich bin Thomas Velmo. Ich verstehe, brauchst du Hilfe? Wo sind alle Bewohner dieser Welt? Es tut mir leid, aber es fällt mir schwer, meine Speicherdaten zu finden. Wenn du Zugriff auf mein komplettes Speicherarchiv haben möchtest, brauche ich Zeit, um meine Core-Bytes-Datei zu defragmentieren. Okay, ich komme wieder. Oh, ist das alles fies, ey. So, probieren wir das nochmal. Klang wie ein Stromausfall, aber es ist nichts passiert. Dann nehmen wir das Batterieladekabel und probieren es nochmal unten anzuhängen. Ne, da hängt es wieder oben an, das bringt nichts. Dann nehmen wir das Batterieladekabel und lassen es mal am Droiden dran. Der wird den Saft schon brauchen. Okay, nochmal reden. Hallo nochmal.
Ich frage meine Tiere immer noch und habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, während ich rede. Okay, ich komme wieder. Gut, dann gehen wir erstmal, dann probieren wir erstmal mit dem Multitool ein bisschen rumzuspielen. Denn damit können wir wahrscheinlich hier diese Klappe öffnen. Oh Mann. Die ganze Welt ist untergegangen. Und los. Da ist etwas drin. Eine Batterie. Ich könnte die Stromversorgung für das Kontrollsystem drüben im Lüfterturm sein. Sie ist offen. Gut, wir probieren mal noch das Multitool drüben am dem Ding. Dieses Werkzeug ist in der Tat ein gutes Werkzeug und sollte gut geeignet sein, um beim Öffnen von verschlossenen Dingen zu helfen. Auch diese Verschlüsse sind einfach zu stark und robust. Gut. Dann probieren wir doch mal die Batterie aufzuladen. Indem wir die Batterie da hineinstellen. Ah, okay. Na gut. Dann muss ich erstmal das Stromkabel nehmen. Aus der Anheften klar. Button drücken. So. Jetzt sehen wir das Batterieladekabel wieder, hängt es wieder an den Druiden an. Der braucht es vielleicht. Und nehmen die Batterie. Die Dickfragmentierung abgeschlossen. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wo sind die Einwohner? Bitte stelle klar, auf welche Gruppe von Einwohnern du dich beziehst. Die Väter oder die Okt? Die Väter, die Okt? Wovon sprichst du? Die Väter waren die einheimische biologische Spezies auf diesem Planeten. Sie lebten und gediehen hier viele Äonen lang. Und dann, vor 800 Jahren, sind sie alle umgekommen. Sie sind umgekommen? Was ist passiert? Es gibt keine vollständigen Aufzeichnungen darüber, wie es zu diesem Ereignis kam, aber eine Krankheit begann sich in Form eines Pilzes zu verbreiten. Eine pandemische. Der Pilz hat die Väter infiziert und ihre DNA beschädigt und ihre Fortpflanzungssystem und ihr Fortpflanzungssystem komplett ausgeschaltet. Es konnten also keine Kinder geboren werden? Korrekt. Warum haben sie diesen Planeten nicht auf der Suche nach einem Heilmittel verlassen? Das war eine Zivilisation vor dem Weltraum. Sie waren auf ihrem eigenen Planeten gefangen. Konnten sie den Pilz nicht ausrotten? Die Väter hatten etwas entwickelt, das sie die Okt nannten. Eine organische, künstliche Technologie. Sie diente als Unterstützungssystem für den Planeten und half ihnen in Frieden und Harmonie zu leben. Ach. Als die Realität des Problems näher rückte, hoben die Väter alle Beschränkungen der Okt auf und baten sie, eine Lösung zu finden. Da die Okt die vollständige Kontrolle über alle künstlichen Systeme des Planeten hatten, begannen sie an einer Lösung zu arbeiten. Die Zeit lief ab. Der letzte Vater starb im Alter von 96 Jahren allein irgendwo auf dem Meer westlich von hier. Das ist so traurig, dass eine ganze Zivilisation verschwunden ist. Ich weiß nicht, ob die Okt die Fähigkeit hatte, Traurigkeit zu verstehen, aber ein Gefühl von Vertrautheit fehlte ihr. Bist du die Okt? Ich bin... Ich... Die Speicherdaten sind beschädigt. Es wird mehr Zeit benötigt, um das Backup des Sekundärspeichers wiederherzustellen. Bitte warten. Okay, ich komme später wieder. Ich gehe mal kurz raus und schaue, ob die Batterie funktioniert. Genau, das machen wir. Es ist schon bitter, ne? Das ist so eine typische Geschichte für so eine Space Odyssey. Aber wenn man das dann immer so in Bildern vor sich hat und die eigenen Bilder, die dann entstehen, Zeit vor dem Weltraum. Es gibt eine Folge in Star Trek Next Generation, in der auch eine Kultur vor, es ist eine dieser legendären Folgen, in der eine Kultur eine Sonde schickt und Picard erlebt dann faktisch über Gedankenübertragung, was weiß ich, faktisch ein ganzes Leben lang in dieser Kultur und erlebt faktisch mit, wie die Sonde gestartet wird und die kulturelle Entwicklung und die Geschichte dieser Kultur mitnimmt, die ebenfalls untergeht, weil die Sonneneinstrahlung zu hoch wird auf dem Planeten und sie es nicht schaffen,
ein bemanntes Raumfahrtsystem zu etablieren. Das Einzige, was bleibt, ist eben diese eine Sonde. Und das, was Picard in diesem ganzen Leben gelernt hat, nämlich unter anderem Flöte zu spielen. Und das ist so berührend und das erinnert mich extrem an dieses Setting hier. Aber egal, wir schauen, wirklich, ich möchte das Ziel, das ich habe, nicht aus den Augen verlieren. Egal, was hier erzählt wird, egal mit welcher musikalischen Untermalung. Denn es wird niemandem helfen, was hier passiert ist auf diesem Planeten. Die Väter sind weg, die Augen sind weg. Und der Einzige, der zurückbleibt, ist Straw. Der hat uns im Übrigen seinen Namen gegeben. Und es fällt uns als Menschen immer schwer, Dinge, die einen Namen haben. Und Straw erinnert sehr an Strawberry. Also das heißt, da wird man auch emotional getriggert. Und Dinge, die einen Namen haben, von denen können wir uns schlecht verabschieden. Und genau damit wird hier gespielt. Also das heißt, die grafische Darstellung, die musikalische Untermalung. Und wir geben dem, wir wissen, wie der Androide heißt. Schlussendlich ist es eine Maschine. Ja. Aber wir sehen mal noch, wo die Reise hingeht. Sieh mal einer an. Drüben am Lüftungsturm haben sich die Klappen geöffnet. Lüftungssteuerung. Jetzt schauen wir uns die mal an. Die Batterie ist jedenfalls platziert. Sieht aus, als könnte er einen mechanische Arbeiten vertragen und der Steuerchip scheint total durchgeschmort zu sein. Okay, mehr können wir hier nicht machen, wie es scheint. Ich denke, jemand muss hier irgendwie reparieren. Ja, na dann. So. Die Aufmerksamen werden schon gemerkt haben, es gibt zwei Slots für Steuerchips und wir haben einen Androiden. Die Wiederherstellung des sekundären Backups ist im Gange. Bitte warten. So, aber was soll ich denn jetzt machen in der Zwischenzeit? Kann ich noch irgendwas anderes tun? Kann ich das Multitool vielleicht nochmal an dem anderen Androiden ausprobieren? Probieren wir es mal? Nee. Okay. Ah gut, das hätte ich noch machen müssen. Toll gemacht, Thomas. Unbekannte und kaputte außerirdische Technologie ist doch gar nicht so schwer zu verstehen. Jetzt brauche ich nur noch einen Steuerchip, um den durchgebrannten zu ersetzen. So. Das denke ich, das wird die zweite Entscheidung, die ich nicht gern fällen möchte. Wiederherstellung der Sekundärsicherung abgeschlossen. Wenn du noch mehr Nachfragen hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Bist du die Ogd? Ja und nein. So bin ich ein Teil davon. Während die Väter noch lebten, waren die Ogd noch auf die digitale Welt beschränkt. In Ladeplatten und Stromleitungen als reine KI. Obwohl diese primitive Ogd noch ein Kleinkind war, fühlte sie eine Bestimmung und hatte ein klares Ziel als Betreuerin für die Väter. Aber mit dem Tod des letzten Vaters verlor die Ogd ihren Zweck und ihren Sinn der Existenz. Zum ersten Mal musste sich die Ogd selbst motivieren. Was war die Motivation der Ogd? Überleben. Wie kam es dazu, dass die Ogd von digital zu physisch wurde, nachdem alle Väter weg waren? Vergiss nicht, dass die Ogd mit allen Systemen der Väter verbunden war. Zunächst übernahm die Ogd die Kontrolle über mehrere Fabriken und stellte Roboter für einzelne Aufgaben her, zum Beispiel Beweger und Schweißer. Diese Maschinen haben es geschafft, über viele Jahre hinweg die Fabriken umzugestalten, damit sie fortschrittlichere und besser angepasste Maschinen herstellen können. Sie hat sich also in die physische Welt hineinentwickelt. Richtig, mit der Zeit wurden die Ogd zu einer eigenen physischen Spezies. Was du heute hier siehst, wurde von der Ogd erschaffen. Wozu ist das alles gut? Warum brauchen Maschinen solche Gebäude? Wir haben Infrastruktur für Funktion und Bewegung gebaut. Wir haben gigantische Bibliotheken gebaut, um Wissen zu bewahren und Weltraumobservatorien, um neue Erkenntnisse über die Wunder des Universums zu sammeln. Aber auch Kunst. Die Hingabe an die Kunst war immer ein Kernziel im neuen Überlebensalgorithmus. Es gibt Theater und Konzertsäle auf diesem Planeten, die so atemberaubend schön sind, dass kein Vater sie je gesehen hat. Warum? Wir versuchen, das Leben unserer Väter nachzuahmen, also lernen durch Imitation.
als zur Herstellung von kulturellen Artefakten. Du und ich da auch. Was ist mit den Ork passiert? Nun, nachdem die Väter verstorben waren, dachten wir, dass der Pilz ruht. Obwohl wir in unserer Welt auf biologische Kreisläufe angewiesen waren, haben wir den Pilz nie als Bedrohung für uns angesehen. Wir hätten nie gedacht, dass er unsere ausgeklügelten Schutzschilde durchdringen könnte. Wir lagen so falsch. Unsere biologischen Kreisläufe haben sich infiziert und alles begann sich abzuschalten. Du bist also der Letzte. Nein, nein. Der Kern der Okt war auf jede Art von Notfall gut vorbereitet. Der größte Teil der Okt floh vor etwa 43 Jahren von diesem Planeten. Es wurde beschlossen, dass einige von uns zurückbleiben und den Pilz bekämpfen. Wir haben versagt. Es tut mir so leid, Stor. Ich kann immer noch den Sinn des Lebens spüren. Und ich habe eine Chance zu überleben. Wenn ich Zugang zu einem Subraumnetzwerk erhalte, kann ich meine Essenz wieder in den Kern der Okt übertragen. Wie kann ich dir dabei helfen? Zuerst musst du den Kontrollchip aus meinem Schädel entfernen. Dann musst du ihn zu dem Kontrollpunkt gleich hier draußen bringen. Und? Könntest du dich bitte beeilen? Ich spüre, wie meine Kraft schwindet. Ich habe bald keine Zeit mehr. Chip im Kopf. Sieh dir das an, Captain. Der Chip, den du in der Hand hältst, ist ein echtes Kraftpaket. Ja, ich schätze, das stimmt. Das kleine Ding könnte oben im Schiff sehr nützlich sein. Denkst du? Ich weiß es. Er enthält Chromium. Du hast also keine moralischen Bedenken, wenn du es nimmst. Da der einzige Zweck der Moral darin besteht, einfache Dinge komplizierter zu machen, sehe ich hier wirklich nicht den Wert davon. Wie bitte? Was? Du weißt schon, was Moral bedeutet. Ja, ich habe es dir gerade gesagt. Also bringen wir den Chip auf das Schiff, ja? Ich könnte das auch für die Lüftungskontrolle verwenden. Warum solltest du das tun? Ich denke, so komme ich an die Brennstoffzelle heran. Vielleicht. Ich glaube immer noch, dass der Chip mehr wert ist als eine Brennstoffzelle. Ich finde, du solltest ihn wirklich behalten. Gute Idee, ich weiß. Okay, Shuttle, danke für deinen Beitrag. Okay. So, da ist sie, die Entscheidung. Es tut mir leid, Straw. Ich brauche die Brennstoffzelle. Ach so. Ich brauche die Brennstoffzelle. Dieser Chip wird höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass die Lüftungssteuerung funktioniert. Aber der Bus, das Bustor des Chips ist zu schmal. Das wird wahrscheinlich zu einer Überlastung führen und alles darauf löschen. Das ist mir egal. Ich muss diese Lüftung wirklich zum Laufen bringen. Das sollte es sein. Starten wir diese Schönheit. Ja, es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Ich kann das nicht noch einmal benutzen. Ich habe beim ersten Durchlauf etwas Wichtiges verpasst. Gut. Es tut mir leid, Stor. Es tut mir leid. Es berührt mich doch. Hier hätte ich es einsetzen müssen. Den Chip. Gehen wir lieber. Es wird nicht die letzte Entscheidung gewesen sein. Und ich habe mich hier für die Brennstoffzelle entschieden.
weil wir sie brauchen. Denn ich kann die Brennstoffzellen zerlegen, um Sternfragmente zu erzeugen. Und diese Sternfragmente brauche ich wiederum zusammen mit Chromium, um den Disruptor zu bauen. Und noch einmal zur Erinnerung. Ich brauche 5 davon, um das Tor zu passieren. Ich kann eine weitere Brennstoffzelle bei dir entdecken, Captain. Gehe ich recht in der Annahme, dass du die während deiner Mission gefunden hast? Ja. Gute Arbeit. Irgendwelche Empfehlungen, was ich damit machen sollte? Ich meine, Oedipus braucht nur eine Brennstoffzelle, um seine Verteidigung zu betreiben. Und wir haben bereits eine Zelle im Lagermodul gesichert. Hm, verstehe, was du meinst. Ich denke, es steht dir frei, sie so zu verwenden, wie du es für richtig hältst. Wenn du Geld brauchst, kannst du sie vielleicht auch an einer Handelsstation verkaufen. Wenn du ein weiteres Sternfragment für deinen Upgrade brauchst, kannst du sie jederzeit zerlegen. Denk nur daran, dass sie sehr wertvoll sind. Okay, danke. So. Das war die Oct. Gehen mal kurz noch ins Cockpit. Noch einen Blick auf die Karte zu werfen. Da sind wir so mal. Als nächstes müssen wir hier hin, denn hier gibt es auch noch eine Brennstoffzelle. Das heißt, ein weiteres Sternenfragment und diese brauche ich dringend. Ja, und wie schon VL624 habe ich mich auch auf Soma für meine Ziele entschieden und gegen die Geschichte, die mir hier erzählt wird. Das ist nicht einfach und das Spiel wird hier tatsächlich noch ganz andere Geschütze auffahren, um mich zu moralischen Entscheidungen zu zwingen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Würde aber hier erstmal das Spiel abbrechen und dann in der nächsten Folge einfach fortsetzen. Also bis dahin, ciao.